Ladies and Gentlemen, es geht weiter mit Dead Rising 4. Genau. Okay. Ruck, mach mal da auf. Aha. Ah, ist das Geld? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist Geld. Also ich bekomme die Punkte, ne? Ich bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Alternativer Vielleicht Sichtmodus. einen anderen Ah, Filter. so vielleicht. Versaut. Zu weit, oha. Ah, da. Genau. Ist noch einer. Was treiben diese Bastarde hier? Es sieht gut aus. Glaube ich. Normal. Doch vielleicht ein Foto. Ich kann Grimassen machen. Gesichtsausdrücke. Zu geil. Okay, weiter. Hör auf. Hör auf, du selbstverliebter Typ. So, wir sind Level 2 immer noch. Muss ich. Fotos, brauche Fotos, Kaffeepäuschen später. So geil. Wie er redet. Hammer, wirklich. Also, was willst du fotografieren noch? Moruk. Aha, da. Nein. Ich habe da was gesehen. Das vielleicht? Da muss etwas sein. Okay, was übersehe ich hier? Ja, ich übersehe etwas, aber was? Eieiei. Und ein. Was übersehen wir? Zu weit Muss weg. näher ran. Okay. Aha. Der Winkel stimmt nicht. Ei, das ist es. Alter, du bist blind. Weißt du, was das ist? Keine Ahnung. DNS-Testergebnisse. Sie klonen Leute, züchten Forschungsmaterial, machen Experimente mit ihnen, sperren sie ein. Weg! Mit dieser Story winkt uns jeder Preis der Welt. Also bitte, bitte! Konzentrier dich einfach, bis wir hier raus sind. Ich gehe nirgendwo hin. Ich werde das alles hier abfackeln. Die stresst uns, ne? Da weint jemand. Willst du mir das Leben schwer machen? Wir haben, was wir brauchen. Abflug, jetzt! Weg, Mit halt! Leggings. Oha. Legends. Was soll das Leggings? denn? Ne? Ja, wir haben einen Punkt bekommen. Okay. Keine Sorgen. Jetzt muss ich. Also, genau das wollte ich euch zeigen. Genau. Ich muss immer gucken, ob das aufnimmt. Ja. Nicht, dass ich da weitermache und da muss ich alles nochmal. Ah, genau. Was wollte ich sagen? So, also es ist wie ein Rollenspiel, voll geil. Man kann den Charakter verbessern. Ja, und ich habe jetzt einen Punkt bekommen und halt Kämpfen, Standfähigkeit, was ist das? So, Leben und so, Kondition, Nahkampfangriffe, erlittenen Schaden. Verbessert Bewegungsgeschwindigkeit und Reaktivität beim Ausweichen. Aha. Erhöht die Geschwindigkeit der Gesundheits. Okay, ja, das muss ich ja. Ich müsste sowieso das zuerst freischalten. Schießen ist nicht so meins. Viele, die mich kennen, die wissen das. Also ich mag lieber mit dem Gillette überleben. Auf dem Boden liegende Gegenstände können für Kombi-Gegenstände genutzt werden. Halte B gedrückt, um Gegenstände in deinem Inventar mit Gegenständen auf dem Boden zu kombinieren. Ich denke, das ist gut. Okay. 2 von 107. Oh, meine Zunge. Okay, was ist da? Also das S ist, glaube ich, Geld. Das ist gut, glaube ich. Könnte das jetzt schon kombinieren? Nein. Okay, ich bin
bin gespannt. Na, kurz da. Oh mein Gott. Das ist denn nicht gruselig? Ist das eine Dame? Was für ein Foto. Er macht Fotos, so ein... Oh, ja, richtig gut. Sie testen hier so eine Art Biowaffenversion des Virus. Nein! Nein! Verdammt! Oha, was hast du getan? Was zum Teufel machst du da? Was ist mit mir? Schnappen uns die Story und verschwinden! Ich konnte es nicht! Ich konnte es nicht! Bleib ruhig weg. Genau das habe ich gesagt. Sei verdammt nochmal ruhig. Jetzt hast du uns beide in Gefahr gebracht. Tja. Du hättest sie zurückgelassen? Wie? Wie? Ein Stück Vieh? Wir müssen wofür? Auf der Stelle hier weg, verstanden? Für deine Bilder? Deine verdammten Bilder? Ich bin ein Reporter, Vic. Das ist, was ich tue. Ich berichte. Und wenn du das nicht auch kannst, wenn du mal nicht nur an dich denken würdest, dann solltest du ja schleunigst verschwinden. Du denkst an dich eher, denke ich. Oh, Scheiße. Aber sie ist schon ein bisschen eine Zicke, ne? Ja. Ich kenne solche Frauen. Ja, Baby, ich kenne die zu gut. Oh, so. Einen Weg herausfinden. Oh Mann, ich muss hier raus. Oh. Baupläne, Kombi, Waffen. Baupläne schalten die Möglichkeiten frei, Kombiwaffen zu bauen. Hast du einen Bauplan gefunden, leuchten die erforderlichen Komponenten blau auf, wodurch sie einfacher zu finden sind. Das ist gut. Kacke, da drin überlebe ich keine 5 Sekunden. Vielleicht gibt's hier draußen was Brauchbares. Mach mal zuerst mal ein Foto. Na, was ist los? Okay, komisch. Er will nicht. Versuchen. Kombi. Okay, jetzt. Aha, okay, das habe ich glaube ich schon, ne? Oder? Das habe ich doch schon. Granate. Vorschlaghammer. Eine Kombi-Waffe herstellen. So, jetzt geht's. Jetzt da drauf und dann einfach nur A drücken. So schnell geht das. Ah, wusste ich's doch. Okay, so bevor ich das öffne, Heilung, habe ich alles voll. So, Ladies and Gentlemen, ich denke langsam, aber sicher, es fängt an. Das Spiel hat noch nicht angefangen, ne? Also, ich sag's euch. Oha. Was ist das? Aha. Bloody Mary! Bloody Mary! Gib ihm! Oha. Ja, so ein Scheiß habe ich keine Zeit! Ach komm, dir macht Spaß, Moro. Musst du nicht lügen jetzt. Tu nicht so heilig. Ist doch so. Wow, guck mal, wie viele ich schon getroffen habe. 105. Und je höher das ist, bekommt man, glaube ich, auch mehr Bonus oder so. So sieht's aus! Aber die Haltbarkeit ist nicht so krass, ne, von den Waffen. Die ist schnell mal fertig, wie es aussieht. Komm, töte alle, mach schnell. Bevor das runtergeht. Aber ich find's voll geil, dass das steht, wie viel man getötet hat. 374 schon. So, aber wisst ihr, was noch geiler wäre? Das, dieser blaue Balken, das ist ja Kondition, also Ausdauerbalken. Aber wenn man kämpft, geht die nicht weg. Also es ist nicht wie ein Rollenspiel halt. Ja, das ist ein bisschen schade. Es wäre schon geil, ne? Also, guck, aber wenn ich jetzt renne zum Beispiel, verbrauche ich Ausdauer. Oder wenn ich zum Beispiel ausweiche, auch. Also wäre schon geil gewesen, finde ich jetzt. So. Kaffee. Oh Gott, ich habe heute sicher 3 Liter schon Kaffee getrunken. Ich kann es nicht mehr sehen. Da ist noch einer. Ah, versteckst dich, hä? Huh? Sind das alles Krankenschwester? Oh Mann, ich bin so... mittelalt für so eine Scheiße. Mittelalt. Also wirklich. Also ich muss sagen,
Er ist mir sympathisch. Also wirklich. Hammer. Was ist das? Oh, Machete. Oh. Combo. Combo. Ah, also hier steht, wie viel Schaden. Ah, 3 Sterne. 3, 4. 3. Komm, benutzen wir das mal zuerst. Snack. Ja, okay, das andere lässt er einfach fallen. Geht auch. Oh, ich habe was vergessen. Leute, ich habe was vergessen. Foto. Wir müssen doch noch ein Foto machen. Oha, es. Tschüss. Perfekt. Ja, wie gesagt, man bekommt Sachen, ne? Also sollte man das schon machen. Nicht übertreiben wie ich jetzt. Ja, genau. Wir sind halt selbstverliebt. Er sieht zu gut aus. Was soll ich machen? So, noch ein Foto, komm. Gesichtsausdruck. Nein, das habe ich schon gehabt. Ja, genau. Nein. Ja, das mit dem... Ja, das will ich. B. Okay, gut. Gut. Frankie. Ich liebe das. So schwarzen Humor liebe ich. Das ist genau mein Stil. Und was nun? Flaschen? Kann man auch Flaschen mitnehmen? Kann ich die... Nein. Schade. Okay. Zum Beispiel, wenn ich Fotos... Na komm, 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 komm. Hör auf, Fotos zu machen. Ich verbiete es. Das könnte die Torsteuerung sein. Noch ein Couchlots. Ich glaube, dass es wichtig ist. Also, ihr Intelligenzbolzen. Hier läuft ein Eindringling Amok und das wird Commander Fontana überhaupt nicht gefallen, wenn wir das zulassen. Okay. Ich habe übrigens Fotos gelöscht vorhin. Also, halten, Ausrüstung anlegen und los. Alles ja, klar? Ja, also... Alles klar, Sir. Aha, genau. Genau. So. Scan. Öffnen. Was passiert hier? Feuer frei, Feuer frei! Oha. Okay. Wo ist sie überhaupt? Ist sie weggegangen? Die ist so eine Zicke. Nach 30 Minuten steht, wie ich rennen kann. Danke, vielmehr brauche ich nicht. Belohnung. Oha. Okay. Oh, wir sind fast Stufe 4. Das ist schön. Ist da was? Nein. Okay, wir müssen besser beim Auto sein. Was zum? Nein! What the hell? Nein, weg! Weg! Fick! Weg! Weg! Vicky, was ist das für ein Name? Jetzt ohne Scheiß. Scheiße! Fick. Scheiße! UFOs kommen jetzt. Alien Isolation. Hey, das Spiel habe ich immer noch nicht gespielt. Scheiß Ego. Ego-Perspektive meine ich. Pentagon. Pressemitteilung. 5. September 2021. Letzte Nacht. Griff. Frank West. Ja, und jetzt kommt ein Lied. Es ist sehr schön klar, aber ich muss reden. Vielleicht wegen Copyright-Schutz. Ja, aber ich hoffe nicht, dass das ein Problem ist. Ich hoffe nicht, weil ich lasse ja nicht singen. Ich rede. Ihr hört mich an, nicht sie. Ladies and Gentlemen, es gibt immer so Probleme, wisst ihr, wenn man Let's Plays macht. Ich meine, meine Videos sind sowieso nicht monetarisiert, für was auch. Aber ich meine, wenn die singt und dann, ja, es kann immer ein bisschen so Probleme auftreten. Beim Fallout 4 habe ich das auch gemacht. Ich habe geredet am Anfang und dann gab es kein Problem zum Glück. Aber hätte ich nicht geredet, hätte ich bekommen, ja. Ist so, ja, Unterschrift. Ja, aber es ist schon geil gemacht. Oh, ein Teddy, ein Tödü. Oh, also ich verstehe nicht, wieso dieses Spiel
verboten ist in Deutschland und GTA 5, du kannst Nutten holen. Also Entschuldigung, wenn ich so sage. Nicht Nutten, Entschuldigung, ich wollte das nicht sagen. Ich meine Schlampen. Ich meine, da ist kein Problem. Aber wenn du... Ja, aber das Spiel ist anscheinend zu krass. Aber GTA 5 zum Beispiel ist nicht krass, wenn man... Ja, keine Ahnung. Hat. Ja. Ich kann das sowas sowieso nicht verstehen. Man kauft sich das sowieso, ne? Import. Also ich gebe keine Tipps. Kauft über mich, falls. Unterstützt ihr mich. So, ich hoffe, die reden jetzt nicht so leise, sonst Kopfnuss. Frank West? Er heißt Brad. Oha. Steh ich unter Arrest? Wenn du Brad bist, bin ich Antonio. Banderas. Ist das ein Ja? Kommt drauf an. Worauf? Wie gut du im Team arbeitest. Oh ja, das war noch nie meine Stärke. Er redet. Das ist wie ein Kind, oder? Voll krass. Jung geblieben. Das ist hier nur für hier drin, oder? Ist die frische Luft ja gut. Ich dachte wirklich, das würde klappen. Also gut, ich habe offensichtlich etwas Zeit. Worüber sollen wir reden? Ich weiß, wer du bist. Colonel Brad Park. Commander des ZVK. Ich bin bei den Zombies auf dem Laufenden, danke. Klar bist du das. Dann weißt du ja auch, dass der Auftrag des ZVK lautet, Zombies auf amerikanischem Boden zu vernichten. Ja, und dafür zu sorgen, dass alle, die die Wahrheit kennen, zum Schweigen gebracht werden. Ich weiß, danke. Es geschieht schon wieder in Willamette. Was denn? Ein Ausbruch. Ich habe nichts in den Nachrichten gesehen. Wie lange geht das schon? Seit 6 Wochen. Der hat so eine laute Stimme und der ist so leise, ne? Es ist eine lange Zeit, um eine ganze Stadt zum Schweigen zu bringen. Nicht für die. Hör mal lauter. Für wen? Zeig das Pentagon. Charakter. Oh, Scheiße. Was hast du da gesehen? Das weißt du doch. Niemand weiß es, Frank. Ich weiß es auch nur, weil jemand Mist gebaut hat und mir einen Geheimbericht zuspielte. Whisky. Dieses Ausbildungszentrum? Ich habe noch keinen getroffen, der dort stationiert ist. Keine Kommunikation in die Stadt rein oder raus. Selbst die Satellitenbilder sind 4 Monate alt. Vietnam? Alles wird vertuscht. Ein Vietnamese, der Brett heißt. Aber all das verblasst im Vergleich zu dem Geheimnis, wieso du, Frank West, Abendunterricht gibst, anstatt mir bei der Sache längst 2 Schritte voraus zu sein. Abgekündigt. Gekündigt? Ja, gekündigt. Hast du überhaupt eine Ahnung, bei wie vielen Ausbrüchen ich dabei war und darüber berichtet habe? Und was ist der Dank dafür? Ja? Nix. Kein Dank, keine Blumen, nur ein Notizbuch voll mit toten Personen. Gib's ihm! Preis für die beste nationale Schlagzeile 2006. Du hast den ersten Zombie-Ausbruch auf US-Boden aufgedeckt. Die ganze Sache fotografiert. Du hast Orden bekommen, einen Titel vor deinem Namen. Ehrenhalber natürlich. Ja, aber kommen wir zum Punkt. 3 Wochen später wollte ich das Pentagon und die ganze Regierung bloßstellen. Wegen ihrer Beteiligung an der Sache. Und die haben mich stillgelegt. Ich mag den nicht. Was denn? Weil du nicht genug Beweise hattest. Komm mit mir nach Willamette. Wir decken diesen Bullshit auf. Und diesmal machst du es richtig. Frank. Frank, hier steht mehr auf dem Spiel als eine Stadt. Nein. Bin raus. Wer auch immer das enthüllt, wird eine Menge dafür erhalten. Vielleicht sogar etwas zurückgewinnen. Aber eigentlich bin ich überrascht, dass dir ein Amateur das weggeschnappt hat. Wovon redest du überhaupt? What do you mean? Eine deiner Studentinnen, oder? Oh. Ich glaube fast du. Whoops. Okay. Weg. Also er steht auf sie. Also es gibt ja Zombies. Ich sehe sie jeden Tag auf der Straße. Aber ein Vietnamese... Der Brad heißt?
Das Spiel, ich dachte, es ist realistisch, aber... Krasses Team, das du zusammengestellt hast. Wir nähern uns Willamette. Willamette. Ja, die Zeit ist leider um. Ich mache hier einen Cut. Nein, mache ich nicht. Ich meine, die Filmszene läuft noch. Und die sieht aus wie Olga. Wie heißt du denn, mein Kind? Genau, dieser Koreaner, der ist auch wirklich... Der sieht schon... Schickt eine Einheit hin. Einsperren oder töten, deine Entscheidung. Keine Ahnung, er sieht irgendwie komisch aus. Er wird uns sicher Probleme machen. Ja, das ist so. Einkaufszentrum, war ich auch schon lange nicht mehr. Zum Glück nicht. Immer wenn ich dahin gehe, kein Geld mehr. Nur. Okay. Ladies and Gentlemen, ich glaube, wenn jetzt die Filmszene zu Ende ist, hoffentlich, werde ich hier einen Cut machen. Steht hier, was ich meine. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Aha. Oh. Frank. Hände? Frank. Was? Morgensonnenschein. Brett, geh weg. Ich mag dich irgendwie nicht. Frank. Frank! Was? Ja, er braucht uns. Morgensonnenschein, wieso sagst du sowas? Also die Stimmen, einmal laut, einmal leise und vor allem... Da ist ja der allseits bekannte Schreiberling. Und vor allem, wenn er redet, er schreit. Und unser Kollege ist so... Red lauter, schäm dich nicht, zeig Charakter. Also... Scheiße. Bis zum nächsten Mal.